Vitamin B12 ist ein unheimlich wichtiger Nährstoff für unseren Körper. Es hilft beispielsweise bei der Bildung von roten Blutkörperchen. Leider wird es aber nicht auf natürliche Weise produziert. Bei unzureichender Zufuhr kann das schnell dazu führen, dass du einen Vitamin B12-Mangel erleidest. Wenn du wissen willst, woran man einen solchen Mangel erkennt, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Erstens. Müdigkeit. Stell dir vor, dir fehlt einer der wichtigsten Bestandteile für die Bildung roter Blutkörperchen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was haben die roten Blutkörperchen mit Müdigkeit zu tun? Die Antwort ist ganz einfach. Rote Blutkörperchen transportieren Sauerstoff durch deinen Körper. Wenn es nicht genügend rote Blutkörperchen gibt, wird nicht genügend Sauerstoff zugeführt. Die Folge ist, dass du dich ausgelaugt und müde fühlst. Zweitens. Verschwommene Sicht. Wenn er nicht behandelt wird, kann ein Mangel an Vitamin B12 deine Sehnerven schädigen. Durch diese Beeinträchtigung wird deine Sicht gestört, wodurch du verschwommen siehst. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, nicht mehr so gut zu sehen, solltest du deinen Vitamin B12-Spiegel überprüfen lassen. Zudem solltest du anfangen, Lebensmittel zu essen, die reich an diesem Nährstoff sind. Dazu gehören beispielsweise Fleisch, Fisch und Eier. Drittens. Gestörtes Gleichgewicht. Nicht nur die Sehnerven können durch einen Vitamin B12-Mangel beeinträchtigt werden, er kann auch dein Nervensystem beeinträchtigen. Dadurch werden dein Gleichgewichtssinn und deine Koordination gestört. Obwohl dies ein eher seltenes Symptom ist, wurde es in vielen Fällen beobachtet. Auch hier kann ein Anstieg des Vitamin B12-Spiegels in deinem Körper helfen, die Dinge wieder zu normalisieren. Viertens. Atemlosigkeit. Es ist möglich, dass du aufgrund eines Vitamin B12-Mangels atemlos bist. Dies tritt meist bei Menschen mit Anämie auf. Es gibt allerdings viele Ursachen für Atemnot. Man kann nicht wirklich eine einzige Ursache dafür verantwortlich machen. Wir raten dir, einen Arzt aufzusuchen, wenn du mit diesem Problem konfrontiert bist. Wenn es sich um einen Vitamin B12-Mangel handelt, solltest du entsprechende Präparate einnehmen und damit anfangen, regelmäßig Atemübungen zu machen. Fünftens. Blasse Haut. Blasse Haut wird oft mit Gelbsucht in Verbindung gebracht. Aber auch hier kann ein Vitamin B12-Mangel daran schuld sein. Wie wir bereits erwähnt haben, führt ein Mangel an Vitamin B12 dazu, dass weniger rote Blutkörperchen in deinem Körper gebildet werden. Dadurch verlangsamt sich der Prozess der Zellbildung und die Teilung der Zellen wird verhindert. Ohne genügend rote Blutkörperchen in deinem Körper kann ihm nicht genügend Sauerstoff zugeführt werden. Infolgedessen bekommst du eine blasse Haut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Das war's auch schon für heute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.